so wahr ich der Wächter der Schlüssel bin. Auch heute werde ich über den Goldschatz wachen, wie seit Jahrhunderten. Wieder ist ein Boot mit jungen Abenteurern unterwegs zu unserem steinernen Schiff im Meer. Auf sie warten schwere Aufgaben. Wollen vor Boyard seinen Goldschatz entreißen. Aber ich habe hier viele kommen sehen, mit großen Hoffnungen und gehen sehen mit leeren Händen. Norman? Das ist der Jörg. Hallo. Geh ruhig weiter. Hallo. Lars? Dani? Anita? Und Axel? Hallo. Hallo. Okay. Ja, Sie. Ihr Opfer. Oh, das ist es. Na, wollt ihr noch zurück? Oh, Peter, komm! Nein, meine Tolle. Oh, 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 da geht das schon wieder los. Okay. Bonjour. Willkommen auf Fort Boyard. Wie ihr schon ahnt, warten hier Abenteuer auf euch. Große Aufgaben. Dazu braucht ihr Mut und Kraft und Geschicklichkeit. Und ihr wird das Lachen noch vergehen. Und wenn ihr das mal nicht schafft, wenn das nicht reicht, wenn ihr mal eine Aufgabe nicht lösen könnt, ich sehe schon, wo mein Opfer ist, dann ist trotzdem noch nicht alles verloren. Dann gebe ich euch nämlich die Chance, ein Rätsel zu lösen. Wer von euch traut sich sowas zu? Ein Schüchterner. Wer bist du? Axel. Du bist Axel. Was bist du von Beruf? Jurist. Jurist? Ja. Das ist die beste Voraussetzung dafür. Weil Juristen raten ja immer alles. Also ab auf dem Turm. Alain, führ ihn rauf zum Wächter der Schlüssel. Hallo. Ihr habt also hier die Gelegenheit, einen Schatz zu gewinnen. Die Schatztruhen von Fort Boyard zu öffnen. Sie sind da drin. Hinter diesem Tor, das mit 18 Schlössern gesichert ist. Dahinter sind 18 Schatztruhen, wie ihr seht, von Tigern bewacht.
die übrigens heute noch nicht gefüttert worden sind. Die Schlüssel, die zu diesem Tor in die Schlösser und in die Schatztruhen passen. Hört her. Findet ihr da oben, ringsum, in diesen Kerkerzellen. In jeder Zelle ist ein Schlüssel. Holt euch so viel ihr könnt. Was ihr nämlich nicht schafft, an Schätzen hier rauszuschleppen später. Das bleibt hier bei mir auf Fort Boyard. Also den Teufel werde ich tun, euch zu helfen. Wer ist euer Mannschaftskapitän? Hier. Wer ist hier? Jörg. Du bist Jörg. Was bist denn du von Beruf? Polizeibeamter. Oh ja, Polizeibeamter. Dann hast du heute natürlich die beste Gelegenheit, mal eine Beute zu behalten, die du erjagst. Jörg, hier sind drei verschiedene Wege in die Schatzkammer. Wähl einen. Wähl du. Mal sehen. Du hast Nummer 3 gewählt. Du ja choisi le numéro 3. Also, was wirst du noch sehen? Treib deine Leute zur Eile an. Ihr spielt ja nicht nur gegen die Umstände und Widrigkeiten und Schwierigkeiten in den Zellen, sondern ihr spielt auch gegen die Zeit. Seid ihr bereit? Den ersten Schlüssel, den kriegt ihr, sobald Axel, euer Ratefix, da oben das erste Rätsel gelöst hat. Alles klar? Voilà, André. Lass die Spiele beginnen. Wächter der Schlüssel, hier ist dein Kandidat. Und achte drauf, Axel, wenn er ein Rätsel stellt und du kannst es nicht lösen, dann wirft er den Schlüssel in das Meer. Und deine Kollegen müssen ihn herausfischen. Also, denk an die Zeit. Viel Glück. Okay. Bonjour. Guten Tag. Ein Wort. Von vorn nach hinten gleich. An dieser Küste siehst du's leicht. Da herrscht gerade Flut. Dann findest du es nicht gut. Ebbe. Richtig. Ich hab ihn! Wir spielen jetzt in dieser Zelle das erste Spiel. André wird die Schlüssel sammeln, wenn er ihn rauskriegt. Ich brauche für dieses Spiel Mann oder Frau, schnell, geschickt und logisch. Wer will es machen? Lars. Ich Lars, ja. Rein. Du hast 2 Minuten Zeit. Ja. Okay, verschaff dir erstmal Überblick, Lars. Guck doch erstmal. Ja. Schön, ja? Versuch nach außen zu schieben. Jawohl. Und wieder raus. Na. Ja. Du musst noch weiter nach raus. Nach außen schieben. Die Dreiecke, die Dreiecke, die du außen siehst. Sind noch Freiräume, die du benutzen musst. Versuch sie mit zu benutzen, die Dreiecke. Außen. Versuch da. Ja, genau. Geh raus. Jawohl. Versuch die Räume noch zu nutzen. Weiter runter. Okay. Komm hier hoch. Ja. Super. Weiter das nächste Mal. Das nächste holen. Schieb! Lars! Komm, die Schnelle, Lars! Komm, Mike! Halte Zeit! Super, so, weiter! Komm, weiter schieben! Ja. So, mach ein bisschen schneller, komm! Und die anderen, komm! Lass mal, das geht los! Schneller! Komm, hoch! Komm, Mann, komm! Hol gleich rein, hol jetzt gleich rein! Hol rein jetzt! Reiß den mal langsam drauf vor, dass er da rauskommt. Ja, rein, los, los, hoch! Nicht so, Hände, hol den anderen, links, rechts. Achtung, die Zeit wird knapp! Die Zeit wird knapp, Lars! So, und jetzt oben den Rest! Ja,
Es war knapp und er hat keinen Schlüssel. Wir gehen jetzt zum nächsten Spiel und das nächste Spiel ist der Teleskopkäfig. Dazu brauche ich einen Mann oder eine Frau. Schnell, gewandt, wie in jedem Spiel, die auch keine Angst hat, sich die Finger zu klemmen. Ich sage nur etwas, der Schlüssel ist nicht in der Zelle. Okay, los, schnell, weiter. Wer will das machen? Kraft, gewandt, überlegt euch schnell, ja. Die Zeit läuft. Okay, Jörg, geh rein. Geh du rein. 3 Minuten Zeit. Okay. Okay, guck auf dem Fenster. Auf irgendwas hin. Ja, raus, guck rein. Guck auf dem Fenster. Auf dem Meer, ja. Die. Bist du denn da falsch? Ja. Weiter, weiter. Komm schön, komm schön. Oh ja, komm weiter. Weiß du. Ja, er muss zurück, er muss zurück. Ja, ja. Ja, guck mal nach hinten, wo der Schlüssel kommt. Ja. Wenn er da sonst raus kann, halt, dann kann ich das probieren. Oh, er muss sich beeilen. Das geht nicht, er muss nicht zurück. Schnell raus jetzt! Raus, schick dich! Warte mal. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, er kann drin bleiben, er braucht sich nicht mehr abzumühen, mit einem Rätsel ihn auszulösen, einen Schlüssel zu kriegen, später auszulösen. Wollt ihr ein Rätsel oder wollt ihr weitermachen? Rätsel. Ein Rätsel? Rätsel. Okay, Axel, ein Rätsel. Es segelt ein Schiff von Boyard mit seiner Frau nach Afrika. 600 Meilen in Tertange, da wurde sie ganz plötzlich schwanger. Am Kap der guten Hoffnung schließlich, da kam das Kind. War sehr verdrießlich, denn es war braun wie Schokolade. Braun war die Wange, braun die Wade, braun war des neugeborenen Mähne. Von welcher Farbe waren die Zähne? Weiß. Nein, nicht weiß. Neugeborene haben keine Zähne, niemals. Schlüssel geht an mir. Das hat nicht geklappt! Norman, Alter, Fritz, nicht gelöst. Komm mit, du musst das ins Sch-
Schlüssel tauchen. Hier geht's runter und da unten im Netz liegt der Schlüssel. Du musst dich reinwerfen. So. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn wir Jörg hätten, aber Jörg haben wir ja leider eingesperrt. Er hat ihn. Norman der Nasser. Voll. Das nächste Spiel sind die hängenden Steigbügel. Das wäre eben was für Jörg gewesen. Es ist ein sehr geschicktes und kräftiges Spiel. Wer will das machen? Norman? Was wissen du von Beruf eigentlich? Marinesoldat. Marinesoldat? Soldat? Seemann. Seemann, das ist ein aussterbender Beruf, Soldat wenigstens. Da brauchst du die Kohle, die du am Ende gewinnen wirst, hoffentlich, um dich auf was Neues vorzubereiten. So, du hast dazu genau 2 Minuten Zeit. In die Reling! Schlüssel hängt an der Decke, siehst du? Na, er muss sich schon beeilen jetzt. Komm, es geht schon. Das ist ja. Sauber. Ja. Super, Norman. Ja, sehr gut. Komm, mach zu, komm, es wird knapp in der Zeit. Weil ich mir so sympathisch sein, gebe ich euch den Tipp, ihm zu sagen, dass er zurücklaufen kann. Komm, du kannst zurücklaufen, ja? Dann ja. Er muss... Es wird total knapp, er macht zu. Langsam wird es Zeit, aber... Raus! Ja! Sehr gut, der kommt raus! Also, das nächste Spiel erfordert jemanden, der bergsteigen kann. Kräftige Hände, kräftige Finger. Wir gehen zum nächsten. Das wird sehr kräftig sein. Ihr habt hier wieder die Gelegenheit, wenn ihr es nicht schafft, ein Rätsel zu lösen und einen Schlüssel zu kriegen. Eure Zeit, überlegt euch schnell. Die große Uhr läuft. Bergsteigen. Schnell. Anita, komm, es läuft. Es ist eure Zeit. Komm. Anita, willst du das machen? Anita, komm, geh rein. Okay, ich schaffe es schon. 2 Minuten Zeit. Hier, Die Kreise, die Metalldinger. Metalldinger! Zieh die Schuhe aus, dann darfst du barfuß, dann wachst du darauf! Schön! Weiter! Ja, super, geht doch! Ja, das ist gut! Oh, oh. Weiter hoch, geht weiter! Ja, das ist gut! Ja, super! Mach auf den nächsten Trick! Deine Schuhe sind kommen! An der Wand hier ein! Schau mal in die Decke! Hängt er da irgendwo? Nicht den Schlüssel, ich komme da nicht ran! Komm, geh schon, versuch einfach! Sag's. Ist das glatter? Das ist ein Glatt! Und ein Glatt! Ich bin nicht öselig! Und diese Dinger sind zu weit weg, du bist! Kommst du doch nicht ran über die Dinger! Jetzt sind sie zu weit weg, ich komm nicht ran!
links ran. Und andersrum. Bitte? Der andere Weg links. Ja, das ist Licht. Ja, das ist ja, dann besser. Musst du wieder runter. Beeil dich. Oh. Nein, sie hat noch Zeit. Im Moment hat sie noch Zeit. Da geh doch da vorne mit dem Arm, halt sie schließt mit dem Arm fest. Ja, du bist gut, du musst eh nicht so festhalten. Ja, so ist gut. Und weiter, weiter. Ja, das geht wohl nicht. Tut mir komm leid, raus, das geht komm raus, nicht. Komm raus, komm raus. Raus, komm raus. Schade. Das freut mich natürlich. Ihr habt jetzt die Gelegenheit zu einem Rätsel. Wollt ihr einen weiteren Schlüssel kriegen, in dem Ratefix ein Rätsel löst? Ja. Rätsel? Alex macht das, Alex macht das. Rätsel. Axel, ein Rätsel. Ich hatte einen Freund, der sammelte Waffen. Ich traf ihn hier. Er war hilflos am Flennen. Er war verzweifelt, denn es war nicht zu schaffen, sich von der hölzernen Waffe zu trennen. Warum? Ein Bumerang. Ja, genau. Ich hab ihn! Hallo! Komm, Norman. Das nächste Spiel ist für jemanden, der schnell ist. Sehr gewandt, Kraft ist nicht gefragt, sondern nur Geschwindigkeit. Wer will das machen? Danita. Was bist denn du von Beruf? Sportstudentin. Sportstudentin. Da kannst du dir wahrscheinlich den Tag heute als ganzes Semester eintragen lassen. Du hast 2 Minuten Zeit. Halt, halt, falsche Tür, da rein. Und beherzte Frau. André! Komm, 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 komm. Schnell! Ihr habt wieder die Gelegenheit, wenn ihr es nicht schafft, den Schlüssel mit einem Rätsel zu kriegen. Wer will das machen? Ja, ich gehe. Geh rein. Du hast 2,5 Minuten Zeit. Nina, du machst es! Also ich stehe auf die Tür. Guck rein! Du guck da rein! Guck erst mal! Ja, guck im Raum nach! Guck im Raum nach! Greif rein, Mensch! Greif rein! Gut, so reinreißen. Greif lieber rein! Du hast keine Angst! Die Tür etwas reingreifen! Greif in die Flaschen! In die Flaschen greifen! In die Flaschen! Nein, nicht in die Flaschen greifen. Obwohl in die Flaschen greifen. Den Tipp. Nein, in den Flaschen ist nicht. In den Flaschen, aber nicht oben in die Flaschen, nicht in die Mäuse. Du sollst ihn. Guck dir jede Flasche an! Ja, greif in die Flasche rein! Anita, greif da rein! Anita, in die Flasche reingreifen! Rein mit den Händen! Ja, hallo! Durchgreifen! Greif da rein! Ganz durchgreifen! Ganz durch, bis zum Boden! Nein, du hast doch keine Angst! Greif rein, bis zum Boden! Bis zum Boden! Rein, greif da rein! Ja, da muss was liegen! Ist da was? Da ist ein Weg! Ja, weiter! 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 Weiter, bis zum Boden! Bis zum Boden runter! Sehr gut. Weiter!
Runter, runter! Mit deinem Kronen. Ja, runter. Noch weiter runter. Ja, sehr gut, sehr gut. What? Ich will noch weiter, weiter. Noch weiter. Ja, so. Ja, mach ja, weiter. Weiter. Annika, no. Komm, Annika, du hast noch rein. Reiß rein. Scheiße. Fühl dich mal in. Guck nach, guck noch weiter. Annika, bist auf dem Boden. Bist auf dem Boden. Schnell. Annika, mach ich. Weit runter. Schnell, weiter. Anita, Boden runter! Reiß runter! Schön, noch weiter! Du hast keine Angst! Du hast keine Angst! Anita! Du hast keine Angst! Geh weiter! Oh, es wird knapp! Anita, beeil dich! Beeil dich! Beeil dich! Schnell! Du hast doch ein bisschen Zeit! Geh doch mal rein! Das ist kein Schlüssel! Du hättest noch Zeit gehabt. Willst du es noch mal versuchen? Ihr habt doch gerufen. Ich will es. Na, geh rein. Komm, na, schnell. Gut. Schnell. Norbert, schneller. Schnell, schnell, schnell. Er wird eingeschlossen. Er wird eingeschlossen, wenn er es nicht schafft. Norbert, komm raus. Komm raus. Komm raus. Ja. Das war sehr schön. Das war wirklich sehr spannend. Aber das dürfen wir nicht noch mal machen, auch für alle anderen Sendungen. Wir dürfen nicht übernehmen. Wenn einer ein Spiel nicht schafft, muss es zu Ende machen. Ich schließe dich ein. Zwar gut, aber nicht nochmal. Ihr habt aber eine schöne Chance, einen weiteren Schlüssel zu kriegen, indem ihr ein Rätsel löst. Wollt ihr ein Rätsel lösen? Ja? Ja. Rätselfix, ratefix. Als Herr Boyard sein Logbuch schrieb, eine Frage offen blieb. Der Mai hat 31 Tage, der Juni 30, so die Lage. 4 Monate haben nun der Tage 30. So schrieb und rechnete er fleißig. Doch offen blieb nur eine Frage. Wie viele Monate haben 28 Tage? Alle Monate haben 28 Tage. Ja, richtig. Ich hab einen! Hört zu, ihr Gladiatoren. Ihr habt jetzt in dieser Zelle wieder die Gelegenheit, einen Schlüssel zu erkämpfen, der sowohl ein Schloss im Tor zur Schatzkammer als auch eine Schatztruhe aufschließt. 18 Schlüssel braucht ihr, um reinzukommen. Das Spiel ist für jemanden, der schnell, geschickt ist und gute Augen hat. Wer will's machen? Du machst das, Lars. Geh rein. Du hast dazu 2 Minuten Zeit. Wenn ihr es nicht schafft, es gibt wieder die Gelegenheit, mit einem Rätsel einen Schlüssel zu kriegen zur Schatzkammer. Hat sich jemand entschlossen, das zu machen? Gute Zeit. Schieß den Schlüssel runter, versuch das!
Karl, das ist nicht so gut. Mach das Ding doch. Schaffen. Nicht ganz so stark, Norman. Du schaffst es nicht. Schön weitermachen. Ja! 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 Toll! Klasse. So, der schnelle Seemann. Norman, der schnelle Seemann. Im nächsten Spiel brauche ich eine Frau, die wieder den Schlüssel erobert, die viel Kraft hat, keine Panik kennt. Es ist die gläserne Schlange. Komm, schnell, 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 schnell. Allons-y, André, allons-y, allons-y. Die gläserne Schlange, wie ich gesagt habe. Ich würde mich gerne in den nächsten beiden Spielen von jeweils seiner Frau unterhalten lassen. Hier, Anita, mach du. Bleiben natürlich nur zwei übrig. In diesem Spiel muss eine kleine, und das kannst nur du sein, Danny. Also, sei sportlich und geh rein. Okay, gut. 2 Minuten Zeit. Wohin, wo der Schlüssel ist? Lass ihn einen Moment. Wo ist der Schlüssel? Ich sehe ihn. Oben! In einem Glasbehälter! In der Ecke! Ich muss reinkriechen! Was? Soll ich mal? Ah ja, geht schon. Du musst irgendwo durchkriechen. Ja, genau! Super, super! Schön, dass du da bist. So schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Danny, gib Power! Es gibt halt die Griffe. Es gibt halt die Griffe. Daniel! Daniel, da gibt halt die Griffe! Löcher! Nimm die Löcher, Daniel! Die Löcher! Ja! Das sind Löcher! So, du! Sieben! Schön, gut! Und jetzt zieh alle! Schneller, schneller! Schneller, komm! Und festhalten! Daniel, du schaffst das! Sauber! Oh, nee! Bravo! Sehr gut! Steffi, 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 Steffi! Sieh da, du hast es gleich! Du hast es! Und jetzt die Beine! Komm, komm, komm! Dann nimm die Beine! Wupp! Ja! Ja, sehr gut! Ja, so. Weiter so! Toll macht sie das! Schneller! Passt es locker! Dann die Tempo! Weiter, weiter, weiter! Schön! Ja, komm jetzt! Sauber! Los! Die letzten Laser noch! Ja! Im nächsten Spiel würde ich gerne wieder eine Frau haben. Und das könntest du wahrscheinlich nur du sein, Anita. Und André. Das Labyrinth. Wir brauchen einen, der hier ansagt, es ist total dunkel da drin, du musst dir einen Helm aufsetzen, ich zeige an. Wir sind hier, es ist total dunkel. Dann kann man hier ist eine Wand, man kann hier durch, das heißt von außen muss jemand angeben, was das für Dinge sein können. Du musst also laut reden und sagen, was du nicht siehst, was du fühlst. Und der zweite Mann muss dein Co-Pilot spielen. Hier ist eine Taschenlampe und hier ist der Schlüssel. Schau dir genau an, bevor du in die Zelle reingehst, was du machst. Guck dir das nochmal an. Du hast noch Zeit. Noch ist nicht aufgeschlossen. Nein, nein. Guck dir das an. Guck dir die Gegenstände an. Nur geradeaus, ne? Du musst geht's los? Okay. Nicht zu viel erklären. Anita hat es begriffen. Was bist denn du von Beruf eigentlich? Du bist Studentin? Nein, mach du das. Du schreibst. Also rein. Mach du das. Das gilt. Okay, es geht los. Wo gehst du jetzt? Geradeaus. Geh ganz geradeaus. Geradeaus. Links nicht gehen. Geh weiter. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin in der Wand. Jetzt sag tief. An der Wand. Ja. Geh noch mal ein kleines Stück den Weg zurück. Ja. Ein kleines Stück und dann geh geradeaus. Ja, okay, ich hab die Öffnung. Ja, geh geradeaus jetzt, wenn du die Öffnung hast. Ich hab hier irgendwie so ein Draht oder was es auch immer ist. Was für Sie?
Was hast du an Draht? Totenkopf könnte es sein! Totenkopf! Ja, weiter! Ja, sehr gut! Jetzt gehst du an, immer an der Mauer lang! Dein Ende immer geht an der Mauer lang! Bitte? Immer an der Mauer lang! Ja, an der Mauer lang, an der Mauer lang! Ich sehe ein Licht! Ja, jetzt gehst du, musst du versuchen, dich von der Mauer in einem 90-Grad-Winkel zu trennen und genau geradeaus gehen. Von der Mauer weg! Da musst du die Wand abpassen, da muss irgendwo eine Öffnung sein. Ja, die hab ich. Dann gehst du da durch. Ja, das ist so lange, bis du wieder auf die nächste Wand kommst. Ja, das ist ein Zaun, ich hab die Wand. Gut, und jetzt gehst du ganz langsam immer an der Wand lang. Ja, ich will irgendwas Lauschiges. Was hast du? Was Lauschiges. Ja, genau, jetzt gehst du genau gegenüber an die Wand. Super. Genau an die Wand gegenüber. Ja. Und jetzt gehst du weiter, rechts ist ein Eingang, rechts. Ja, ich hab. Sehr gut. Jetzt gehst du weiter, weiter. Nicht den ersten Eingang, den zweiten Eingang. Den zweiten. Da muss eine Tonne kommen, ein Fass. Wo soll sie denn sonst doch, kann sie, kann sie, kann sie. Wir müssen uns ach beeilen. So, Entschuldigung. Wir nehmen noch einen Gang weiter. Noch einen Gang weiter. Hast du die Holztonne? Nein, ich habe keine Tonne. Ich habe irgendwie so ein Kletterwald hier. Was soll das? Oh, oh, die Zeit läuft. Geh weiter. Geh weiter geradeaus. Weiter geradeaus. Da ist wieder ein Kletterzaun. Bitte? Ja, jetzt hab ich irgendwie den Kameramann zurück. Komm zurück, komm zurück. Die an der Wand, zurück, an der Wand lang, an der Wand lang. So, was hast du jetzt? Was fühlst du jetzt? Rückwärts, rückwärts. Ich bin was fühlst du jetzt? Mann! Weiter, geh weiter. Eine Öffnung. Ja, da musst du jetzt irgendwann links gehen. Schneller! Bist du schon an dem Flüschtier vorbei? Bist du schon am Flüschtier vorbei? Ja. Super! Komm, komm! Oh, das war knapp. Ja, sehr gut, Anita. Ihr wollt was? Ein Rätsel. Ein Rätsel. Rätsel fix an die Arbeit. Axel? Verpflegung für das Fort Boyard kaufte Jean der alte Prasser ein. Er kaufte die Flaschen stets als Paar. Eine Flasche Wasser und eine Flasche Wein. Sodann bezahlte der gute Jean für beide Flaschen genau 12 Francs. 10 Francs teurer war der Wein als das Wasser. Was kostete das Wasser den Jean, dem Prasser? 1 Franc. Warum? Der Wein 11, das Wasser 1, zusammen 12. Oh ja, sehr gut. Ich hab ihn! Die Chance, dass ich wieder mal jemanden einschließen darf, sehr groß. Es ist die Tigerfalle. Man kann es aber schaffen, rauszukommen mit dem Schlüssel, wenn man sehr stark und sehr große Möglichkeiten hat, seinen Körper zu koordinieren. Wer traut sich sowas zu? Schnell. Schnell. Okay, Lars, geh rein. 2 Minuten. Der hängt an der Decke, an einem Seil, zwischen zwei weißen Seilen, zwischen den beiden Seilwinden. Ja, ja, er hat ihn. Wackelst du? Ja, ich wackel. Du hörst mich, ja? Ja. Ja. Ah. Boah. Von da raus! Zieh dich an den Seil hoch! Und nicht so doll! Er muss den Schlüssel so, erst mitnehmen! Nicht so doll zappeln! Nicht so doll zappelst du! Norman, er muss erst den Schlüssel abmachen! Erst den Schlüssel abmachen, dann raus, Lars! Erst Schlüssel abmachen! Ja, ja, hast du, ja? Steck ihn in die Zähne! Und dann nicht so doll zappeln! Dann schau mal auf die Uhr, nicht so doll zappeln! Und jetzt raus! Sag, wenn du den Schlüssel hast! Hat er, super! Oh, der ist ja spitze, der ist ja spitze. Hey, klasse! Das war die letzte Gelegenheit für euch, einen Schlüssel zu kriegen, weil Michel enferme les tigres. So,
Ihr Gladiatoren, dann wollen wir doch mal sehen, wie viel Schlüssel ihr habt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aus den Zellen. Und Axel hat 4. Sind wie viel? 11. Aber das reicht nicht, weil ich doch gesagt habe, 18 Schlüssel braucht ihr, um in die Schatzkammer zu kommen, um das Tor aufzumachen. Was machen wir denn jetzt? Weil ihr so gut wart, gebe ich euch gnädigerweise mal noch eine Chance. Noch eine, die letzte. Was mag wohl unter dieser Steinplatte sein? Weg damit. Es ist eure Zeit. Unter dieser Steinplatte befindet sich ein unterirdischer Geheimgang. In die Schatzkammer. Und wie ihr seht, rechts. Leider ist jetzt gerade Flut, alles steht unter Wasser. Also müsst ihr da rein und da durch. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr einen Taucher hättet. Wer macht das? Du tauchst? Wollt ihr den eingeschlossenen Kameraden ausschließen oder wollt ihr ihn gegen einen Schlüssel, den ihr opfern müsst, auslösen? Wir wollen ihn auslösen. André, bitte. Hier sind alle anderen Schlüssel. Nehmt euch die Taschenlampen und geht da rein. Ich sage nur, einer muss tauchen. Einer muss tauchen. Die anderen, das überlasse ich euch. Wer will das Schlüsselbund haben? Komm hier, rein. Jörg. Es geht von eurer Zeit ab. Geht rein. Ihr wollt ja an den Schatz. Macht euch noch die Lampen an. Dani, mach dir die Lampe an. Das freut mich, dass ihr immer wieder seid. Ja, los, kommt er da. Je weniger Schätze ihr rauskommt, desto weniger muss ich euch bezahlen. André. Schneller, Anita, Anita, die Zeit rein. Hier ist die Kalle. Achtung, deine Mutter wird nicht mehr gehen. Was macht ihr denn da jetzt? Denkt an die Zeit und denkt an die Tiger! Das erste Gitter!
Jede dieser Münzen hat ein Goldgehalt von 30 Mark. Wow. Ihr habt also 30.190 Mark gewonnen. Also, das war ja nicht so schlimm. Hat euch ein bisschen Spaß gemacht, ja? Leute, hat euch Spaß gemacht? Und wenn es Ihnen aufgefallen hat, es gibt bald wieder ein neues Abenteuer vom Fort Boyard. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, was ich eigentlich noch in meiner Schatzkammer habe. Und jetzt verschwindet und lasst euch hier nie wieder blicken, Mensch!